baddest, I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big Corvette. Yeah. Ride around the city with a stick all black. Try with a poker, we with all that. Yeah, 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 yeah. Gute, ihr lieben Make-A-Line. Ja, da seht ihr, habe ich mir eine neue Kamera gegönnt. Ich habe mir gedacht, okay, die war in so einer Art, naja, Pre-Sale zum Black Friday oder so in Richtung im Angebot. Um 60 Euro reduziert im Vergleich zu dem Preis, den Insta360 auf der Webseite oder im Shop aufruft. Ich bin gedacht, okay, da schnapp ich mal zu. Ist jetzt nur die 4K-Edition, die gibt es auch als Twin Edition und als One-Inch Edition. Die Twin Edition hat dann nochmal ein 360-Grad-Modul dabei, was ich jetzt nicht unbedingt brauche, weil ich ja, wie ihr wisst, vielleicht die Insta360 One X schon habe. Nicht die One X2, sondern den Vorgänger. Die ist schon ganz cool. Und ich habe noch die Osmo Pocket, von daher die One-Inch-Edition habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, sondern einfach nur eine kleine, kompakte Kamera, die ich auch mal ins Auto hängen kann oder einfach hier so über Kopf einfach dann runterhängen lassen kann. Das ist perfekt, vor allen Dingen, weil ich hier dann ein kleines Display drin habe, mit dem ich sehe, ob denn das Objekt auch wirklich in der Aufnahme drin ist. Ist einfach ganz cool. Und so muss ich dann auch nicht mehr die Kamera jedes Mal hin und her stellen. Also momentan habe ich immer alles mit der Kamera gemacht, auf der ich gerade aufzeichne, mit der Sony, und habe die dann immer in die einzelnen Ecken gestellt, habe mir hier für die Hauptaufnahme entsprechend so eine Markierung auf dem Boden gemacht, damit ich genau weiß, wie ich die hinstellen muss. Und dann brauche ich aber jetzt nicht mehr alles immer umbauen. Ja, dann brauche ich die Kamera nicht umbauen, muss nicht vielleicht das Licht noch verrücken, sondern ich klemme die einfach so an, wie ich das lustig finde beim Bild. Und dann könnt ihr den Bild, den ich mache, oder die einzelnen Sachen, die ich mache, quasi aus mehreren Perspektiven mitverfolgen. Was damit nicht geht, ist live. Also ich habe noch nicht herausgefunden, ob das irgendwie überhaupt machbar ist, aber ich meine zu glauben, dass es so wie bei der Insta360 One X ist, dass man damit nicht quasi das Signal über das Stream Deck oder über den Elgato, wie heißt das Ding nochmal, den Adapter entsprechend, direkt in den Livestream reinnehmen kann. Nee, das muss man dann vorher aufzeichnen, über SD-Karte hier an der Seite entsprechend dann das ganze Signal halt dann speichern und dann halt später in der Videobearbeitung nachtragen. Man kann wohl irgendwie einen Livestream machen, wenn man das Ganze mit der App entsprechend oder mit dem Smartphone gekoppelt hat. Dann geht es wohl aber auch nur über bestimmte Videoplattformen oder Instagram oder so in Richtung. Das ist also nicht das Gleiche, als wenn ich jetzt hier an der Werkbank stehe und einfach zwischen den einzelnen Kameras hin und her switche. Aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und irgendwie kriege ich das Ding bestimmt auch noch gehackt, dass ich das Ding live benutzen kann als, was weiß ich, über EpoCam oder so in Richtung. Kriegen wir bestimmt auch noch irgendwie hin, das Signal abzugreifen, dass wir das quasi direkt am Computer als Webcam benutzen können. Das muss ich mal mich noch schlau machen und muss mal gucken, ob das geht und wenn ja, wie das geht oder wie ich das hinkriege. Und das wäre natürlich dann top-notch, wirklich die beste Ausbaustufe. Aber ja, ich werde das Ding jetzt am Wochenende ausprobieren und euch irgendwann mal, wenn ihr lustig seid, so ein bisschen Review geben über Discord oder so in Richtung, immer kleinere Videoschnipsel raushauen. Von daher, wenn ihr noch nicht dabei seid, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn bitte. Ich würde mich freuen, euch in der Makorama Family willkommen zu heißen. Die Videos, wie ihr seht, werden jetzt nochmal ein Ticken besser. Ein kleines bisschen Prozent, wo wir uns verbessern. Von daher, ich werde jetzt damit spielen gehen. Und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Wir sehen uns am Montag wieder. Am Dienstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing.